Während sich die Spieler der Adler Mannheim auf die kommende Saison vorbereiten, ging es auch für den Adler Kids Club wieder los. 70 Mitglieder machten sich dafür auf zu einer Schatzsuche. Bei angenehm 22 Grad trafen sich die Kinder in den Weinbergen am Rande des Pfälzerwaldes. Aufgeteilt in mehrere Gruppen und mit modernen GPS-Geräten ausgestattet, ging es dann los. Überall in den Weinbergen waren Markierungspunkte versteckt, welche die kleinen Schatzsucher entdecken mussten. Dort wartete ein Rätsel, das gelöst werden musste, und dann ging es auch schon weiter. Gut eineinhalb Stunden waren die kleinen Entdecker unterwegs. Dann waren alle Rätsel gelöst und das Ziel der Schatzsuche bekannt. Eine große Schatzkiste voller Süßigkeiten, die am Ausgangspunkt versteckt war. Zum Ausklang ging es dann in den Hartblick von Udo Scholz, der Stimme der Adler. Auch die Spieler Juri Zifzer, Dennis Endras, Dominik Bittner, Mirko Höflin und David Wolf schauten vorbei. Die fünf erfüllten den kleinen Fans jeden Autogramm- und Bilderwunsch. Dann war erstmal Zeit für eine Stärkung. Nach Pfälzer Köstlichkeiten und Traubensaftschorle oder einer Limo warteten noch ein paar Interviews auf die Spieler. Dennis Endras, ich habe ein paar Fragen an Sie. Okay. Die erste ist, wie sind Sie auf den Beruf gekommen, Adlerspieler zu werden? Ja, ich liebe einfach Eishockey, mir macht Eishockey sehr viel Spaß und für die Adler spiele ich auch sehr gerne und ich bin ja ein Torwart und mir gefällt es ganz gut da hinten drin im Tor. Waren Sie davor schon bei jemandem? Ich war schon in Augsburg, in Helsinki, in Houston, in Landsberg, in Ravensburg, in Frankfurt, in Sonthofen, also bin schon ein bisschen rumgekommen. Und ich habe noch eine einzige Frage. Wie lange spielen Sie schon? Ich spiele jetzt 25 Jahre Eishockey. Also ist ja schon eine ganz lange Zeit. Das stimmt. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 10 und werde am 30. Dezember 11. Ach cool, freust dich, ja? Super. Wie viele Tore hast du geschossen, ne? Letztes Jahr? Letztes Jahr waren es, glaube ich, 7 Stück. Okay. Was ist dein Lieblingsessen, ne? Am liebsten esse ich Spaghetti mit frischen Tomaten. Wo war dein erstes Adlerspiel? Mein erstes Adlerspiel war, glaube ich, in der SAP Arena. Okay, das waren dann meine Fragen. Danach wurde es nochmal sportlich. Die Adler mussten gegen eine Kids-Club-Auswahl ran. Ziemlich müde vom anstrengenden Tag, aber dennoch glücklich ging es danach für alle nach Hause.